Kommen Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Hey, kannst du nicht lesen? Oh, du bist's, McFly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll. Achtung, Bürger! Gratis Soja-Hotdogs zum Probieren. Bedienen Sie sich. Die sind voll aus. Burger Plus? Ich muss mit Doc reden. Es gibt immer eine direkte Herangehensweise. Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Biff? Doc? Doc, warte! Ich muss mit ihm reden. Gebäude wurde 1885 errichtet, etwa 20 Jahre nach der Eingliederung Hill Valleys in den Bundesstaat Kalifornien. Obwohl das Rathaus den örtlichen Regierungssitz darstellt, diente es in der Zeit nach dem Erdbeben 1906 in San Francisco als Notunterkunft. So sind die meisten Bürger Hill Valleys Nachkommen der Betroffenen aus San Francisco, sich nach der schweren Katastrophe hier niedergelassen haben. 1976 erhielt das Rathaus im Rahmen des Innenstadtsanierungsprojektes die ersten größeren Anbauten seit seiner Errichtung. Zusätzlich wurden 128 Büros in den neu errichteten Flügeln des Rathauses und ein neues Bürgermeisterbüro im ursprünglichen Uhrenturm eingerichtet. Sehen Sie genau hin, dann können Sie noch immer einige der Originalelemente in der neuen, in internationalem Design gehaltenen Fassade erkennen. Achtung, Achtung! Bürger Brown möchte alle Bürger dazu ermuntern, ihre Armbanduhren einmal pro Woche mit der Turmuhr abzugleichen. Biff? Hey! Du bist der Jüngste von George und Lorraine! Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown-Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger-Plus-Programm interessiert? Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Ha, Doc!
Das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Ich weiß nicht, warum du das zu einem Sonderfall machst. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? Ja. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die Klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf. Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow, wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger Plus Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay.
Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das Gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger-Plus-Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Was hat Jen jetzt vor? Achtung, Bürger! Bitte melden Sie sich, wenn Sie Zeuge der Kollision eines nicht identifizierten... Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth-Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Du tust so, als sei ich ein Abtörner, doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu, nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey! Du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach? Nicht mit dir. Oh. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor.
Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger-Plus-Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger-Minus. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Sie haben den Eingang zur alten Tennenbar zugemauert. Pass auf, Marty! Mom? Mom? Mom! Aber sind Sie glücklich? Glücklich sein ist überbewertet. Ich bin zufrieden. Ich werde drüber nachdenken. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich im Vorbeifahren gesehen. Hast du mich hupen gehört? Mom, das bist nicht du. Martin, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich bin okay. Du bist nur so... so... grau. Wenn das keine freundliche Begrüßung für deine Mutter ist. Tut mir leid, ich... Du hast wohl recht. Ich bin etwas angegraut. Dank deinem Vater. Also, bist du hier zum Shoppen oder so? Ach, Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Ah, richtig. Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren. Aber wir können uns Agnes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup. Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben, wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Grundstücksinspektionen werden nächste Woche in den Sektoren E bis H durchgeführt. Nun, der Pickup ist es nicht, aber er wird seinen Zweck erfüllen.